Hey Leute, es geht wieder mal weiter mit Mario Kart 8 im Einzelspieler. Und ja, Grand Prix 150 CCM und wir haben neuen Fahrer freigeschaltet. Oh, Metal Mario, das passt sich ja, denn den nehme ich mal. Voll gut und ein neues Fahrzeugteil. Die Rallye-Reifen. Ah, die will ich mal nicht nehmen. Soll ich mal ein Quad nehmen? Quad sollen aber scheiße sein. Aber ich will mal mit dem Rennbike weiter spielen. Mit den riesigen Reifen. Und wir nehmen mal den Standardschirm. Und den Sternkap. Sonnenflughafen. Delfinlagune. Diskodrom und Valguspfad. Schöne Strecken. Und schönes Spiel. Und hoffentlich schöner Part. Ach ja, Leute. Mario Kart. Ach, meine Fresse, Mann. Endlich. Ah. Und da haben wir den Sonnenflughafen Sunshine Airport. Vielleicht eine Anspielung auf ein neues Super Mario Sunshine? Wahrscheinlich nicht. Weil Super Mario Sunshine, weiß nicht. Das war ja nicht so das beste Mario-Spiel. Von den Verkaufszahlen her. Ich fand Mario Sunshine super. Ich spiele es auch heute noch gern. Aber Verkaufszahlen waren halt nicht so super, auch die GameCube generell, die Verkaufszahlen waren nicht so super. Keiner weiß warum. GameCube war eine super Konsole. Okay. Und hier haben wir auch diese komischen Drehteile, die wir natürlich nicht treffen. Da waren nach innen driftende Spiker. Das ist öfters mal schwieriger. Na, ist halt doch noch schon ein bisschen ungewöhnlich hier mit diesem Ball. Es geht erstmal nach außen würfeln und dann richtig nach innen würfeln. Und da kommt dann Launa. Nur haha. Und es gibt ja, es soll ja ein DLC geben in Japan oder bald geben für Mario Kart 8. Also man hat schon einen Screenshot gesehen. Und zwar kann man da sich als Karten Mercedes-Benz sich holen, was voll lustig ist. So. Nein, das war nicht so gut. Da kommen gleich die ganzen Typen an. Also auch ein bisschen ungewohnt. Erstmal so ein noch inriftendes Bike und hat eben noch so ein Kart. Ich möchte mal da in die Mitte. Aber ich noch nie lang. So. Voll gut. Und es ist einfach so beautiful, Leute, ey. Endlich mal ein richtiges, geiles Mario Kart für die Wii U. So. So, hier nichts verpacken. Ich möchte ruhig noch den ersten Platz haben. Und den haben wir. Super. Entschuldigung für den Huster, aber ich bin gerade erst aufgestanden und mein Hals ist so voll eklig, heiser, keine Ahnung. Und es ist schön, meine Fresse. Delfinlagune, Laguane, blablabla, voll toll. Und es startet schon unter Wasser, das ist ja auch mal was Neues. Musik auch voll schön. So, haben wir eine Banane hinter uns. Sind wir schon mal safe gegenüber Rote oder Grüne. Und das ist voll komisch hier. What the fuck? Okay.
Ja. Komisch. Jetzt habe ich kein Item. Und hier ein bisschen Upstun. Oh yeah. So macht es nur ein richtiger Mario Kart 8 Fahrer. Richtig upstylen. Und oh mein Gott. Ich habe eine Bombe. Ich auch noch nie vorher. Hier in dem Spiel. Habe ich ihn getroffen? Nee, ich glaube nicht. Nee. Und nein, oh. Da hat uns eine Rota mit. Und unser Bild schwarz vom Blooper. Wow. Ich krieg einfach gar nichts mit. Oh, und der Fino, wie gemütlich. Ja, genau, das ist voll. Der Fino sind voll gemütlich. Gemütlich ist das neue gemütlich. Versteht sich natürlich. Wow, wow. Yeah, Bomberplatte. Ich mag das Alte voll. Ey, aber euch mag ich nicht. Bowser, kannst du mal hinter mir weggehen? Aha, so. Oh mein Gott, ein cool Video. Hatte ich auch noch nicht. Ah, mein Hals. Und hier schaffe ich die, den Driften. Und meine Haare jucken. Ah. Juck, reiz. So. Pilze. Hm, soll ich mir hier an bestimmte Stellen nehmen? Nee, egal. So, komm. Ich möchte noch einen besseren Platz als 6 sagen. Haben tun sein ist nie. So. Das sieht schon mal besser aus. Nein. Hier war es klar, dass ich diesen Griff nicht schaffe. Nein. Nicht Sechster. Ah. Gott, nein. Der schlechteste Platz, den ich jemals hier gefickt habe jetzt. Und sind Zweiter. Baby Mario hat einfach so einen Vorsprung. Ah. Nächstes Rennen. Komm, dann müssen wir jetzt was reißen. Disco-Trom, oh, ich hab das Gefühl, die Strecke ist mies. Also die soll ja so gehyped sein. Und wir als Metal Mario glitzern schön, passend. Warum sag ich eigentlich immer Metal? Hört sich an wie diese Musikrichtung Metal. Metall Mario, so. Ja, ich wollte gar nicht die abfeuern. Warum tue ich sowas? Ja, auch schön den Turbo Speed mitnehmen. Hier gibt es auch einen kleinen Teil. Aber ich nehme lieber, benutze lieber die Person als Turbo. Aber doch, die Strecke sieht ganz schön aus dafür. Das, da haben die anderen noch schlecht, aber ich weiß nicht, seine Strecke ist irgendwie nichts Besonderes. Vielleicht die Strecke wird schön, zwar war es Abfahrt, die habe ich schon natürlich gesehen, ich kenne natürlich schon das ganze Spiel in- und auswendig. Wenn schon Leute den ersten Part vor einem Monat vom Release hochladen, ah. Aber okay, es ist schön, ich bin glücklich, dass ich es habe und yeah. Für die Leute, die keine Wii U haben, ist jetzt der passende Tag, sich eine Wii U zu holen. Ich meine Mario Kart, bitches. So. Ist noch alles ein bisschen ungewohnt. So. Komm her, Bier. Natürlich recht kann. Wow, ich habe mich fast selber getroffen. So. Komm her, Toddy. Habe ich was Schönes für dich? Nee, leider nicht. Du hast eine rote, Mann.
Man sieht jetzt auch dafür, dass die Charaktere die Items in der Hand halten, was die Charaktere für Items haben. Ah, eine Münze. Oh Gott, war das knapp. Nein. Dies. Nein, Shy Guy. Dies. Ist doch Shy Guy. Ja, müsste Shy Guy sein. Ich bin blind. Nein. Ich hab nur eine Banane gekriegt am Ende. Und zweiter Platz werden wir wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Ah. Warte, erster Platz, nicht zweiter Platz. Ja, ich bin verpeilt. Und Baby Mario ist immer noch vor uns mit Abstand. Ich glaube, wenn wir auch hier Erster werden und er nur Zweiter, sind wir trotzdem nicht Erster. Einfach weil er so einen großen Vorsprung hat. Ah, jetzt kommt eine schöne Strecke. Darauf freue ich mich. Wario Abfahrt. Bitches. Und wir starten einfach von so einem riesen Helikoptervieh. Und volle Kanne, yeah, Party. Eine schöne Schneestrecke. Und hier auch schönes Eis, was voll rutschig ist. Und das ist eine Abfahrtsstrecke, das heißt, es ist nicht so einfach ein paar Runden drehen, die Strecke. Nee, man ist von ganz oben und fährt den Berg runter in drei verschiedenen Abschnitten. Das war der erste Abschnitt, jetzt kommt der zweite. Das ist eigentlich voll cool. Das heißt eigentlich, es ist voll cool. So, da haben wir auch Gleitschirm. Und hier. Und was das ist, keine Ahnung, einfach so ein komisches, so eine komische Fabrik irgendwie. Sieht das so aus. Okay, okay. Gut. Wow. Jetzt kommen wir in einen Wald. Ich möchte ja in die Mitte durch, auch wenn das nicht ein bisschen brennt ist. Ah, natürlich, jetzt wenn Blitz kommt, bringt mir das wenig. Hier kann man auch auf den Baum Stämmen Tricks machen. Auch wenn ich die gerade irgendwie nicht machen kann, wahrscheinlich vielleicht bleiben helfen. Niemand weiß. Warum? Baum. So. Jetzt sind wir in der letzten, wie auch immer man das nennt, Passage. Und hier so Ski fahren. Kein Plan. Hier nochmal schön was ganz machen. Metal Mario hat ja auch so Swag. Hier mal alle Turbos mitnehmen und zack. Hier dann durch noch. Okay, schön. Dort haben wir noch den ersten Platz. Ich glaube, es wird nicht ausreichen. Ja, Baby Mario ist hinter uns und... Ja, okay. Aber wir haben einen soliden zweiten Platz und damit bin ich auch zufrieden. So. Können wir das auch irgendwie skippen? Ja, können wir. Und ja, den zweiten Platz. Glückwunsch, danke. Du hast den Special Cup freigeschaltet. Und mit dem geht's weiter in den nächsten Part. Bis dann, Leute. Und ciao.